Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 4. Heute ist der 21.10.2017. Vor 2 Tagen hat mich mein Zuschauer Shadowwolf gebeten, dass ich auch ab und zu mal, also dass ich die Baumaßnahmen nicht alle offscreen mache, sondern auch mal was onscreen zeige. Das werde ich jetzt kurz tun, bevor wir die Sache für Nick Valentine lösen und den Fall, wie heißt das gleich wieder, den Fall von Eddie Winter lösen. Ein über 200 Jahre alter Vorgang, der jetzt endlich abgeschlossen wird. Hier heißt, Nick hat aus den Holobändern den Code zu Eddie Winters Bunker entschlüsselt. Jetzt müssen wir uns zu Andrew Station begeben und Eddie erledigen. Ja, offscreen habe ich auch noch ein paar Siedler hier rüber geschickt. Wir haben jetzt hier im Vault 15 Siedler. Eine Sache, die ich vielleicht nebenbei mal erwähnen sollte, ist, dass die übliche Limitierung an Anwohnern für den Vault nicht gilt. In den anderen Siedlungen kann man maximal 24 Siedler wohnen lassen. Das hängt vom Charisma ab. Also bei maximalem Charisma kann man 24 Siedler dort wohnen lassen. Und im Boot, da gehen auch locker über 30. Ich weiß nicht genau, wie viel gehen, ob es überhaupt ein Limit gibt. Auf jeden Fall, diese übliche Grenze gilt für den Vault nicht. Ich habe jetzt notdürftig hier aus dem Sicherheitsbüro so eine Art Kaserne gemacht. Und 6, 8 Betten waren es ursprünglich. 2 habe ich heute schon wieder entfernt, weil ich hier drüben ein neues Quartier gebaut habe. Ja. Und was ich auch noch jetzt überall hingestellt hatte, in alle Quartiere, ist so ein Watercooler. Da konnte ich dann nämlich die Pumpen abreißen. Und jeder dieser Watercooler bringt 2 Wasser. Also reicht genau so, wie viel Bewohner jetzt so ein Zimmer hier hat. Das habe ich überall hingestellt. Außerdem steht einer dieser Watercooler hier neben dem Doktor. Macht Sinn, glaube ich, ja. Und dann oben im Barbereich habe ich auch noch einige Watercooler aufgestellt. 1, 2, 3 Stück. Und das macht dann zusammen eine Wasserversorgung von 20. Bei 15 Leuten ist das ausreichend. Und die Pumpen, die ursprünglich dort standen, vor dem Wohnwagen der Aufseherin, die habe ich dann wegreißen können. Einmal das dazu. Dann das hier heute war ein besonders schwieriges Gelände. Deswegen habe ich den Unterbau offscreen gemacht. Ich habe bestimmt 40 Minuten gebraucht, wenn nicht länger. Nur um das bisschen da zu bauen. Weil ich hier die normalen Bauelemente nicht verwenden kann. Hier kriege ich nicht mal eine Verkleidung hin. Das wird offen bleiben müssen. Von der Seite werde ich es verkleiden können. Ihr seht, die obere Etage ist noch unbebaut. Die machen wir jetzt fix gemeinsam, damit ihr zumindest das mitbekommen habt. Und dann bringen wir das. Ja, mir ist der Stoff ausgegangen, deswegen habe ich jetzt hier kein Sofa mehr hingebaut. Und ein Wort zu den Treppen. Also zu diesen Teilen hier, so wie die da drüben. Die sind manchmal ein wenig zickig. Ich führe euch das mal vor, damit ihr Bescheid wisst. Hier klappt es jetzt wunderbar, ne? Aber wenn ich jetzt das Ding da wegbaue, ja, dockt es da einfach nicht an. Ja, ich weiß nicht, ob das. Also normalerweise würde das auch hier unten andocken. Wo geht's denn hier mal? Das geht auch nicht überall, wie man sieht. Ja, aber manchmal dockt es schon an den Platten an, manchmal wieder nicht. Also die Dinger sind sehr zickig. Also muss man hier so eine Brücke dahin bauen. Das ist dieses Teil hier. Das da. Und da kann man die hinschnappen lassen. Ja, oder da müsste es eigentlich auch gehen. Also an diese Teile müsste es auch gehen. Aber ich nehme bevorzugt die hier, weil dann kann man nämlich oben in alle Richtungen weiterbauen. Ne? Vorerst lasse ich den Wohnwagen noch stehen, bis ich hier eine richtige Aufseherbehausung mache. Und jetzt gucken wir uns mal das hier von innen an, was hier noch übrig ist. Also hier oben schaut es ziemlich wild aus, auch unbeleuchtet. Das werden wir irgendwann auch mal ein bisschen verbessern und ein paar Wandlampen hinbauen. Geländer unvollständig, das machen wir jetzt mal eben. Ja, die Geländer können auch sehr zickig sein. Das klappt manchmal vorne und hinten nicht. Hier wird es wahrscheinlich wieder Probleme geben, ja, das dachte ich mir. Manchmal geht hier eins von den kurzen Dingern. Ja. Geht jetzt auch nicht.
Manchmal, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade da hilft, hilft's. Ah, hier schnappt's jetzt da unten ein. Jetzt habt ihr das einmal gesehen. Manchmal hilft's, wenn ich jetzt hier von unten ein Geländer anbringe. Geht das jetzt überhaupt oder macht er das jetzt auch nicht? Also die Geländer sind, die sind echt gruselig. Kann man nicht anders sagen. Was mich die schon graue Haare gekostet haben. Nee, haut einfach nicht hin. Vielleicht, wenn ich das Ding auch nochmal wegreiß, versuchen wir es jetzt. Jetzt wird das machen. Ich mache mir hier so ein rundes Geländer hin und hoffe, dass ich das jetzt da oben hinkriege. Ja, jetzt geht's. Ne? Also ihr seht schon, man muss dann ganz, manchmal einen ganz schönen Zinnober machen. Jetzt haut's hin. Ja. Und jetzt haben wir hier auch einen anständigen Abschluss und einen anständigen Übergang. Und da vorne, das habe ich euch, glaube ich, schon mal kurz gezeigt, da haben alle Tricks nichts geholfen. Ich habe da kein Geländer hingekriegt, egal was ich gemacht habe. Furchtbar. Ja, ging einfach nicht. Ich habe es dann aufgegeben irgendwann. Es ist, ich glaube, alleine an dem Geländerstück habe ich ja 3/4 Stunde rumgedoktert ohne Erfolg. Es ist einfach nicht schön. Jetzt nicht vergessen, da die Fenster einzusetzen, bevor ihr die Behausung baut. Ansonsten kriegt ihr die nämlich nicht mehr dazwischen. Also diese sauberen Fenster, die gehören zu einer Mod, aber diese schmutzigen Fenster, die hier da, die gehören zum Vanilla-Spiel. Die sind also auf jeden Fall verfügbar. Und die einbauen, bevor ihr die Behausung baut. Jetzt suchen wir mal die Quartiere. Ich habe hier verschiedene Tapetenmuster. Die kommen von einer Mod, ansonsten gibt es nur ein einziges Tapetenmuster, das man im Vanilla-Spiel zur Verfügung hat. Ich verwende jetzt einfach das erste Beste. Jetzt brauche ich... Ja, die Mod habe ich eigentlich ursprünglich installiert, weil es... ich zeige euch das gleich mal. Na? Ja, gruselig. Weil es im Vanilla-Spiel solche Ecken nicht gibt. Also Türen mit Fenstern gibt es im Vanilla-Spiel nicht, ja. Wenn ihr sowas aber haben wollt, und ich finde die sehr, sehr praktisch und sinnvoll auch. Ansonsten habt ihr nur Türen mit Wand oder Fenster mit Wand, aber keine Türen mit Fenster. Oder Türen mit Türen oder Fenster mit Fenster. Das hat das Vanilla-Spiel nicht. Also, wenn man modden kann, ich weiß nicht, wie es da auf den Konsolen ausschaut. Ich glaube, auf der PlayStation. Ach, ich weiß es nicht. Auf einer Konsole kann man Mods aus diesem Spezialstore da erwerben. Auf der anderen Konsole geht es nicht. Ich glaube, Sony lässt es nicht so oder nur begrenzt. Ich kenne mich da nicht aus mit Konsolen. Aber ich versuche immer ein bisschen auch darauf einzugehen, dass es auch Leute gibt, die Konsole haben. Aber die haben ja dann die normalen Bauelemente, die müssen halt dann anders bauen als ich. Das kann ich aber leider jetzt nicht gänzlich berücksichtigen. Was, ich habe jetzt dieses Muster, okay. Was, Volt? Was mache ich denn da? Räume, School, Laboratory, Barber, Quartiere, die habe ich doch jetzt. So, und das ist auch das richtige Muster. Jetzt hätte ich gerne, warte mal, Fenster mit Wand. Das Muster stimmt nicht. Das Muster stimmt nicht. Das auch nicht. Das ist jetzt dann der Nachteil, dass ich aufs Muster achten muss, wenn das nicht furchtbar ausschauen soll. Ja gut, Trennwand kann durchaus Sinn. Ja gut, nochmal ganz zurück. Ich habe es wahrscheinlich längst überblättert. Ich brauche ein normales Modul. Deswegen werde ich auch keine weiteren Mods dafür installieren, weil der blättert sich halt dumm und dämlich. Das ist dann nämlich der Nachteil. Also, ich werde für solche Sachen keine weiteren Mods anschaffen. Es gäbe noch andere Mods, die das noch einmal erweitern, aber da finde ich mich ja dann überhaupt nicht mehr zurecht im Menü. Das tue ich mir dann doch nicht an. Punktemuster, das ist das Richtige. Aber ich brauche eine Ecke. Die brauchen wir auch noch, aber ja.
War der jetzt nicht gerade. Das brauche ich hier. Komm, schnapp schon ein. Mach hier nicht. Ach, zieh hier nicht rum. Ich falle ja fast vom Dach, nur weil diese Elemente nicht einschnappen. So, Ecke. Das falsche Muster. Das Muster. Dann hier nochmal so eine Ecke. Genau, wie liegen wir in der Zeit? Ich will nicht mehr als eine Viertelstunde dafür übrig. Ich möchte nämlich noch mit der Quest von Nick Valentine anfangen. Also das wird jetzt keine ganze Baufolge. Wenn es euch gar nicht interessiert, spult einfach 5 Minuten vor, bis dann. Ich werde ungefähr so in der so bei 15 Minuten rum plane ich mit Nick's Quest weiterzumachen. Aber für die, die es interessiert, ist das hoffentlich eine Hilfe, was ich hier mache. Ruzimugel, ich hab's schon wieder überblättert, ja, ja, Wahnsinn. Ich brauche hier ein sowas. Aber mit dem richtigen Muster. Ist das das richtige Muster? Nein, natürlich nicht. Das ist das richtige Muster. Danke. Jetzt brauche ich noch eine Wand. Eine Wand ohne Fenster. Die müssten weiter vorne sein. Ungefähr hier. Genau. Jo, das Möbel bauen zeige ich euch jetzt nicht. Das wisst ihr ja eigentlich, wie es geht. Mach mal die Lampen nochmal. Weil möglicherweise gibt es hier noch ein Problem mit der Stromversorgung. Weil hier oben noch keine saubere Wände sind, also Außenwände. Ne? Kann sein, dass jetzt da der Strom noch nicht weitergeleitet wird. Die liegen ja bei den Volt... doch, ich habe Strom, okay. Das strahlt wahrscheinlich vom unteren Stockwerk nach oben aus über die Wände. Aber das hätte jetzt sein können, dass das nicht hinhaut. Da stimmt's Muster nicht. Da stimmt's Muster nicht. Jetzt habe ich schon so aufgepasst. Irgendwann brauchen wir es mal wieder. Ich reiße es nicht ab. Ich lagere es nur. Spart später mal Material, wenn ich mal dieses Muster verwende. Also gut, nochmal. Und das Richtige. Ja. Es ist aber auch nervig mit der. So. Ist das jetzt das richtige Muster? Nein, auch nicht. Punkte. Geht's doch nicht. Das war's. Na also, geht doch. Das ist eine rein stilistische Sache, ob man das haben will mit zusätzlichen Tapetenmustern. Und Eckwänden. Ich müsste halt, wenn ich diese Ecken mit Fenstern nicht hätte, hätte ich halt immer nur hier in der Mitte ein Fenster und hier keins. Also dann müsste ich auf die zwei Fenster verzichten, was ich schade fände, ja. Dann könnte ich theoretisch hier ein Fenster haben und hier bei der platzsparenden Bauweise. Oder ich müsste die Zimmer größer bauen, ja, das... will ich aber nicht. Die haben sich bewährt. Die Größe 2x6, 2x3 Kacheln hat sich bewährt. So, Türe drin. Gut, die Möbel baue ich später ein. Wir gehen jetzt über zur nächsten Angelegenheit. Wieso blau? Wow. Wäre ein gelber Anzug wirklich so schlimm? Hier ungefähr wird irgendwann einmal der Grundbau stehen für das Aufseherbüro. Das werde ich wahrscheinlich im zweiten Stock bauen. Und im ersten Stock eventuell die Krankenstation. Momentan ist die Krankenstation hier untergebracht. Übrigens habe ich jetzt hier alle wichtigen Läden. Clothing, also das Klamotten, Zeug ist eigentlich alle Läden. Coca-Cola. Einschließlich. Ich kann nicht bei Doktor. Bedarf zusammenflicken. Und okay. Oben ist die Bar. Wir haben also schon einiges geschafft. Und jetzt kümmern wir uns aber um diese Quest hier. Da kann ich noch nicht hin, oder? Doch, kann ich. Gut. Zum D
Du bist sowas vom Tod! So bin ich das? Da draußen ist wer! Warum bin ich tot? Erteilt euch! Findet sie! Wegen euch bin ich an und für sich nicht hier. Ich versuche die mal zu ignorieren. Bringt mir jetzt vielleicht ein bisschen Loot, aber ansonsten lenkt sie mich nur vom Thema ab. Hast du wenn dich verpisst, was? Ja, ich habe mich verpisst, aber das war eher strategischer Durchzug. Das hier ist offenbar so eine wilde Siedlung. Ja, ich nehme an, die werden mich nicht ungerupft durchlassen. Was? Jo. Und drüpp, hilft nix. Der will unbedingt eins auf dem Rüssel haben. Ja, wie komme ich jetzt da rein? Wenn ich jetzt meine Rucksackdüsen dabei habe, wäre das gar kein Problem. Jo. Die Hundehalskette kannst du falten. Ist das eine Tür hier? Ja. Ja, ich bin hier sowieso richtig, das passt. Scheiße! Sie verloren! So, dann schauen wir mal, ob ich die da alle reinlocken kann. Beziehungsweise mal gucken, Taktik wechseln. Impulsmine. Komm, Mietz. Inzwischen kann ich mal gemütlich Picknick machen. Gut, hat ein Hundekeule eine reicht, glaube ich. Und dann noch Wasser hinterher. So, ich kann ja inzwischen mal gucken, was es hier gibt. Zwei Stimpacks, jawohl, Angel, Spielergabel und Gedöns. Noch ein Stimpack. Die Tja. Mutiert, na wunderbar, komm her. Stimpack. Ich glaube, ich gehe mal raus hier. Lass du mich mal da raus. Okay, irgendwas war an meiner Taktik falsch. Was hat jetzt der ausgerechnet jetzt mutieren müssen? Das ist wieder ganz, ganz gut gelaufen. Ich will es aber trotzdem ohne Powerrüstung diesmal machen, weil ich schleichen will. Also rein muss ich da auf jeden Fall. Wäre vielleicht ein Fall für meinen Vierfach-Raketenwerfer. Den sollte ich mal holen. Das macht Sinn. Gut, also Abstecher nach Sanctuary. Vierfach-Raketenwerfer holen. Jo, hier herrscht gerade Mords die Party. Ich hab jetzt den. Ich war schon immer die Dinger schon aus dem Schrank geholt. Ich habe außerdem noch ein Tesla-Gewehr. Und das schießt eine elektrische Ladung, die auf andere Ziele überspringt. Das werden wir jetzt mal versuchen zu verbessern, falls da noch was rauszuholen ist. 115 zum Aufladen, Feuer gedrückt halten. Feuert einen Schrotflintenschuss ab. Nö, halte ich eigentlich nicht so viel davon. Setzt elektrische Fallen frei, das klingt eigentlich schon irgendwie lustig. Aber was benutzt es denn als Medizin? Zellen, Medizin als ja. Setzt elektrische Fallen, das sollte ich mal testen. Wo ist da der Unterschied? Verbesserte Feuerrate, ich brauche keine solche Feuerrate, 36 reicht. Ich glaube, da kriege ich nicht mehr raus. Das Reflexvisier können wir noch ausbessern, dadurch erhöht sich die Präzision um 6. Gut, kann ich an meinem Raketenwerfer noch was tun?
da nicht. Zielfernrohr, Zielcomputer, jawohl. Ich liebe es. Was brauchte ich denn eigentlich für den Waffenfreak auf 4 und Wissenschaft auf 2? Kann ich an dem Vierfachlaufen noch irgendwie... Nee, das ist schon das Beste. Gut. Vielleicht sollte ich es doch mit meiner Powerrüstung machen, schon wegen der Tragkraft. Diese Waffen bieten schließlich was. Sonst kann ich nicht viel looten. Nein, du sollst nicht reparieren. Das wird jetzt auch so gehen. Jo. Ach Gott, wollte ich nochmal gucken. Steig mal aus. Hallo. Steig du aus. So. Fallen, Granaten, Minen. Habe ich nicht genügend? Was fehlt denn da überhaupt? Nukleares Material. Die brauchen scheinbar alle Minen. Okay, da habe ich zu wenig. Granaten kann ich. Da fehlt auch nukleares Material. Okay. Zehn Baseballbälle und ja, gut ist. Passt, die werden schon reichen. Achso, ich gehe diesmal gleich in Schleichmodus und tue dann im Schleichen schnell laden. Dann kann ich bestimmen, wann der Kampf losgeht. So, da sind wir. Ich werde jetzt mal das aufs Tesla-Gewehr umstellen. Hat das noch Platz auf meinen Favoriten? Wow, die ist gleich Taste. Ist bei mir ein bisschen blöd zu erreichen. Ja, gut. Nee, Wo ist denn die? Das ist bei mir die Plus-Taste. Ah, okay, egal. Also das Tesla-Gewehr ist eine krasse Waffe. Ich lade mal nach. Oder habe ich da jedes Mal nur 4 Schuss? Nee, 8. Gut, speichern. Und jetzt watscheln wir mal da rein. Hä? Ich hab was gehört. So, das Ding wäre erledigt. Jetzt lasse ich sie mal suchen. Den treffe ich nicht. Bist du tot? So. Also das Nachladen dauert. Ich zieh die mal raus aus dem Ding hier. Jo, die haben ihren eigenen Hund erledigt, das freut mich. Zu wenig Aktionspunkte. Okay, die habe ich im Kampf verbraucht eben. Na, komm raus. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich leider nicht. Die Videoaufnahme läuft. Und tschüss. Fleisch, ja, warum nicht? Ist da noch einer? Einer ist noch über mir. Wie komme ich jetzt da hoch? Komm schon, Kleine! Ich geb dir gleich Kleine. Die Kleine tritt dir gleich furchtbar in den Arsch. Das sag ich dir, du Zipfel.
Willst wohl Spielchen mit mir spielen, was? Aber sowas von, na komm her, Süßer. Komm, ich beiß auch ganz ich bestimmt das schon nicht. 100 Mal. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Aber ja, doch, na komm her, Süßer. Lass uns tanzen. Angeblich ist er vor mir. Das muss ich dir lassen. Wo ist die kleine Schlampe hin? Das ist aber jetzt bestimmt nicht leise. So, niemand nennt Calrissia ja ungestraft. Kleine. Kampfgewehr ist was wert, den Rest lassen wir mal. Ich glaube, das war's. Da ist noch ein Häufchen Asche von einem Hund und ein vergoldetes Feuerzeug. Da ist ein bisschen Gold drin, das ist super, das brauche ich für Zielvorrichtungen. So, noch jemand. Ich habe wieder die Säcke zertrampelt, diese. So. Möchte noch jemand Calrissia ja kleine nennen? Ich glaube, keiner mehr übrig, der das tun könnte. So, und was haben wir denn hier? Patronen, Kampfrüstung, Sturmgewehr. Die ist auch noch was wert, den Rest kannst du behalten. Dann hier Patronen, Metallrüstung, Kampfgewehr, Splittergranate. Den Hund haben wir schon gelootet. Hey, schau dir das mal an. Das ist ein kompletter Billardtisch, das nehme ich doch. Da kann ich mir im Vault einen hinbauen. So, wir müssen da runter in die Station, da ist der Questmarker. Was ist hier? Quarks Kriegsgeld und ein Computerterminal, das werden wir uns noch anschauen. Kaffeedose. Ja, ich brauche auch ein bisschen Keramik. Stoff wäre mir lieber. Aber gut, Stoff kann ich auch in der Ebonetti Farm kaufen. Steampack. Nix. Da oben habe ich doch noch eine abgeschossen, die müsste doch noch dort liegen. Oder? Da oben. Müsste doch. Da ist ein Häufchen Asche. Habe ich das jetzt schon gesehen? Nee, hatte ich nicht. Metallrüste, Scharfschützengewehr, Kampfrüstung. Gut. Und da ist noch ein Gewehr. Und noch ein Dödel. Den Weg hätten wir uns freigeschossen und die U-Bahn-Station betreten wir gemeinsam in der nächsten Folge. Da ist noch was, oder? Nee. Flansch, Tafelmesser. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.